So, willkommen zu dieser Zusammenfassung der 4 Wochen jetzt überfettig, sage ich schon. Übermäßig Fett gegessen, 1000 Kilokalorien im Überschuss und wir schauen uns mal an, was draus geworden ist, wie es war und wir schauen uns einfach mal den Durchschnitt an. Aktualisiere ich heute mal, damit wir dann auch die 28 Tage wirklich voll haben. So, dauert ein bisschen bei den ganzen Tagen. So, schauen wir uns mal den Durchschnitt an. Im Durchschnitt habe ich also pro Tag 40 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Da gab es natürlich Tage, wo ich sehr wenig gegessen habe, nur 10 oder so. Und natürlich auch mal Tage, wo ich so 70 oder so gegessen habe. Gerade zu Weihnachten, da ist es immer schwierig, da natürlich alles einzuhalten. Rund 280 Gramm Fett und 120 Gramm Eiweiß, was dann ungefähr dem 1,9-fachen meines Körpergewichts entspricht. Und dann sehen wir hier auch, wie viele Kilokalorien ich aufgenommen habe, gegessen habe, wie viele ich verbraucht habe. Und das waren pro Tag im Durchschnitt rund 960 Kilokalorien im Überschuss, die ich jeden Tag gegessen habe. Das bedeutet jetzt auch, wenn ich, weil die Frage auch mal aufkam, wenn ich Sport gemacht habe und zum Beispiel 500 oder 1000 Kilokalorien verbraucht habe beim Sport, dann habe ich natürlich diese 500 oder 1000 Kilokalorien wieder mehr gegessen. Anstatt 2000 Kilokalorien oder 1800, dann halt 3000 Kilokalorien. Von daher, und ich sehe gerade, dass es hier ziemlich genau passt mit 3 Kilogramm Kilogramm Körperfett, was ich rein theoretisch durch diese 4 Wochen. Ja, sind 27.000 Kilokalorien im Überschuss in diesen 4 Wochen. Eine verdammt große Menge fällt mir gerade so auf an Zahl. Und das entspricht ungefähr 3 Kilogramm Körperfett, wenn wir jetzt diese 9 Kilokalorien halt umrechnen würden, wenn Fett wirklich Fett macht. Dann würde das so sein, dass ich jetzt 3 Kilo mehr wiegen müsste als vorher. Schauen wir uns mal so die Nährwerte an, die ich jetzt drin habe bei, ja, rund 80% Fett, 75, 80% Fett sind es ungefähr gewesen. Dann ist es so, dass alle Nährwerte gedeckt sind. Schaut euch selbst die Ballaststoffe an. Mit 35 Gramm bin ich wirklich über dem, was empfohlen wird, also über die Tagesempfehlung, obwohl ich mich hauptsächlich vom Fett ernähre. Kommt natürlich auch durch die vielen Nüsse, durch die auch die Leinsamen natürlich und auch durch das Gemüse, was ich esse. Magnesium sehr viel dabei, natürlich durch die Nüsse, Kalzium natürlich durch die Milchprodukte, vor allem den Käse. Eisen natürlich durch die Leber, Blutwurst und solche Sachen. Mehr als gedeckt, alles Mögliche, auch Zink. Ich brauche keine Zinktabletten oder sonst was, wenn ich diese Werte hier sehe. Das ist totaler Bullshit, sich dann noch Zinktabletten reinzuhauen. Genauso wie BCAAs oder so. Warum soll ich BCAAs nehmen, wenn ich hier überall das Doppelte an dem zu mir nehme, eigentlich, was ich theoretisch mindestens bräuchte. Genauso sieht es bei den Vitaminen aus. Natürlich durch die Leber, Blutwurst und solche Sachen sind die Vitamine, gerade die B-Vitamine und B12 und solche Sachen, mehr als gedeckt. Da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Und selbst Vitamin C durch die schwarzen Johannisbeeren zum Beispiel, durch das Gemüse, was ich esse, Brokkoli, Blumenkohl und solche Sachen, mehr als gedeckt, also da muss ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen, dass ich da irgendwelche Mangelerscheinungen auch auf Dauer von trage. Ich habe eher zu viele Vitamine als zu wenig. Ich habe natürlich auch im Überschuss gegessen. So, jetzt ist natürlich interessant, wie sich das Gewicht quasi entwickelt hat. Das interessiert euch wahrscheinlich auch am meisten. Und dann schauen wir uns das mal hier an. Also angefangen habe ich hier mit rund. Im Durchschnitt waren es 62,2, 62,3 Kilogramm, die ich vorher im Durchschnitt hatte. Wir können das Ganze ja nochmal so ein bisschen hier, nochmal ein bisschen so nach vorne machen hier. So sieht das Ganze aus. Also hier war ungefähr vorher der Durchschnitt. Ich hatte auch mal Tage drin, wo ich auch mal wirklich sehr hoch war. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegessen oder ein Eis gegessen oder sonst was, wo ich es dann ein bisschen übertrieben habe. Genau, hier war ja der Getting Tough, wo wir dann auch abends Pizza gegessen haben und wo ich auch ein bisschen mehr drauf hatte dann. Dann sieht man, dass ich angefangen habe, hatte halt die 2 Tage sehr ohne Kohlenhydrate gemacht, habe mit sehr, sehr wenig Kohlenhydraten angefangen, habe den Speicher wirklich sehr leer gemacht.
Dann war natürlich auch irgendwann alles raus, weil ich auch mal 15 Kilometer dann laufen war, den Wettkampf hatte. Und dann hat sich das Gewicht natürlich wieder normalisiert. Dann bin ich wieder auf meine 62,3 hier gekommen im Durchschnitt. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, dass nach den 4 Wochen sich eigentlich so gut wie nichts geändert hat. Eigentlich gar nichts. Man kann hier sagen, ist ein bisschen hochgegangen, hier vielleicht 100, 200 Gramm ist es hochgegangen an Gewicht, was ich jetzt auf der Waage halt morgens gemessen habe. Aber das muss ja nicht Fett sein, das kann ja auch zum Beispiel Muskelmasse sein, was wir zum Beispiel gleich auch sehen könnten. Wir sehen also schon mal ganz deutlich jetzt an den Zahlen, und ich habe wirklich sehr genau gemessen, dass es nicht so ist, dass Fett Fett macht. Ich müsste jetzt theoretisch 65 Kilo wiegen, wenn ich diese 3 Kilo mehr drauf direkt in Fett einlagern würde. Und das ist einfach nicht passiert. Und ich habe sehr genau gemessen, ich habe es mit einer Formel ausgerechnet und mit meinem Armband habe ich es ausgerechnet. Also die Zahlen, die stimmten eigentlich überein, mein täglicher Verbrauch. Und außerdem bin ich mit Herzfrequenzmesser gelaufen, also mit dem richtigen, mit dem Brustgurt. Habe da auch meine Kalorien dann jeweils immer berechnet und immer wieder eingetragen und nichts ist eigentlich passiert. Hier sieht man es übrigens nochmal, der Tag beim Getting Tough, wo ich dann Kohlenhydrate quasi in Anführungsstrichen geladen habe und dann danach das Gewicht drauf hatte. Sieht man immer sehr gut hier übrigens, nur so mal zwischendurch, wenn ihr Kohlenhydrate ladet viel, habt ihr danach immer mehr Gewicht drauf. Ist eigentlich ganz normal, außer natürlich hier zum Beispiel, wenn man Sport gemacht hat. Also hier sehr wenig Kohlenhydrate geladen, Gewicht ging runter, wieder Kohlenhydrate ein bisschen raufgepackt, sehr viele Milchprodukte, hier kam Weihnachten, Gewicht ging dann auch wieder hoch und so weiter. So, wir sehen also ganz deutlich, am Gewicht hat sich hier wirklich nicht viel getan. So, schauen wir uns mal die Körpermaße an, die Fettmessung und so weiter. Dann sehen wir hier, ich habe ehrlich gesagt, habe ich nicht viel trainiert. Über Weihnachten und Silvester und so weiter, 2, 3 Wochen. Ich habe zweimal die Woche Training gemacht, das nicht viel und habe dadurch meine Muskulatur eigentlich eher gehalten. Also habe jetzt nicht draufgepackt, großartig und so weiter. Gerade am Oberkörper ist jetzt nicht so viel passiert. Ein bisschen Kraft habe ich dazu gewonnen, aber muskelmäßig, auch wie man hier sieht, am Umfang ist jetzt nicht wirklich viel dazugekommen. Genauso wie bei der Brust, alles gleich geblieben. Bauch ist auch gleich geblieben. Ist auch nicht weniger oder mehr geworden. Was ich interessant war, ist der Oberschenkel, der ist wieder sehr gewachsen. Liegt aber auch daran, dass ich mich darauf ein bisschen fokussiert habe. Wir haben Sprungtraining gemacht, auch viel für die Waden gemacht in der Halle beim Training, das Hindernistraining natürlich. Und deshalb habe ich auch Muskelmasse wieder zugelegt an den Oberschenkeln und den Waden. Und das ist eigentlich eine sehr gute Entwicklung, weil ich natürlich auch hier unten an dem Punkt die Verletzung hatte mit der Sehnenreizung und deshalb da leider erstmal längere Zeit nicht trainieren konnte. Da habe ich dann abgenommen und habe jetzt wieder alles draufgepackt. Also sieht wieder gut aus. Von daher kann man auch sagen, theoretisch, dass da natürlich auch ein bisschen Gewicht an Muskelmasse draufgekommen ist. Jetzt ist natürlich das Körperfett interessant. Wenn hier der Umfang wächst, kann es natürlich auch Fett sein, ganz klar. Aber wie wir hier oben sehen, Körperfett ist auf einer Linie geblieben, hat sich nicht viel geändert und kann man eigentlich sagen, dass ich an Körperfett jetzt nicht wirklich etwas dazu gewonnen habe. Von daher auch hier sei gesagt, Fett macht nicht Fett. Ich denke mal, ja, das ist. Ich bin da ganz ohne irgendwelche Vorurteile oder so an die Sache rangegangen und habe es einfach mal ausprobiert. Blutzucker-Ketonmessung habe ich ja zwischendurch auch noch mal gemacht. Und da sieht man eigentlich auch sehr schön, dass wenn der Blutzucker runtergeht und die Keto-Sticks hochgehen quasi, dass dann auch der Ketonwert hochgeht. Also hier werde ich natürlich auch weiter messen, aber das mache ich nur einmal pro Woche ungefähr, weil ich weiß, dass ich in der Ketose bin. Ja, so viel dazu. Heißt, Fett macht nicht Fett. Und wie man das vielleicht interpretieren kann, das sage ich euch jetzt gleich. Ich gucke nochmal eben, ob ich euch noch irgendwas zeigen kann hier. Vielleicht noch die weiteren Werte hier.
Ich analyse, ich mache nochmal eben hier, wo ist es, da ist es, Durchschnitt aktualisieren. Im Durchschnitt hatte ich hier 79% Fett zu mir genommen, 16% Eiweiß. Hier sieht man auch die Energieverteilung, wer das wissen möchte. Also fast alles eigentlich aus Fett. Kohlenhydrate war hauptsächlich halt sehr viele Milchprodukte, den Joghurt, den ich gegessen habe, die Milch. Da kam eigentlich das meiste her an Kohlenhydraten. Und ansonsten sieht man halt, dass ich ja sehr gleich immer gegessen habe. Hier sieht man auch nochmal Kalorien ver. Oh, ich muss mal ein bisschen, oder? Bin ich schon im Januar? Ja. Ja, ich war eigentlich bis auf zweimal hier, habe ich eigentlich immer mehr gegessen, als ich verbraucht habe. Das waren dann wirklich Tage, wo ich dann, was weiß ich, einen Halbmarathon gelaufen bin oder sowas. Und dann einfach, ja, keinen Hunger mehr hatte, so viel zu essen. Weil nach dem Laufen oder ich war feiern oder sonst was, hatte einfach keinen Hunger mehr. Dafür hatte ich dann auch Tage, wo ich wirklich übermäßig gegessen habe. Zum Beispiel hier 4500 Kilokalorien habe ich an dem Tag gegessen. Ich glaube, da habe ich 2 Tüten Macadamia-Nüsse gegessen oder sowas. Also ist auch überhaupt gar kein Problem, da mal auf 5000, 6000 Kilokalorien zu kommen mit dieser Ernährung und gleichzeitig natürlich aufzubauen. Ja, so viel erstmal dazu. Ernährungsprotokoll können wir uns vielleicht nochmal hier das Diagramm anschauen. Da seht ihr es auch. Ebenfalls immer überschüssig gegessen, wobei vorher auch immer so ein Hin und Her war. Hier seht ihr nochmal, wie mein Fettanteil hochgegangen ist bei diesem Versuch. Also vorher habe ich mich so ernährt, dass das Fett halt auch immer relativ konstant war. Ich habe das Fett hochgezogen, alle anderen Werte relativ gleich gelassen. Und dementsprechend ist dann auch meine prozentuale Verteilung zustande gekommen. Hier hätte ich, wenn man das jetzt wirklich so berechnen würde, sieht man, dass ich eigentlich jeden Tag bis auf 2 Tage Fett dazu gewonnen haben müsste, rein rechnerisch. Also jeden Tag so ungefähr 100 Gramm hier, 150 Gramm oder sonst was, hätte ich dazu gewinnen müssen, ist aber nicht so gekommen. Dann können wir uns vielleicht auch nochmal Details angucken. Auch die Aminosäuren, die Eiweiße sind eigentlich relativ konstant geblieben. Also da hat sich jetzt nicht großartig was geändert. Vorher war es immer so ein bisschen hin und her und ja, mit der fettreichen Ernährung ist alles eigentlich relativ konstant geblieben, würde ich mal sagen. Was die Vitamine anbetrifft, sieht man natürlich hier mal Ausreißer. Kann sein, dass ich hier mal eine Vitamin B3-Pille oder sowas hatte. Oder hier zum Beispiel immer Leber, wenn man das hier Vitamin A zum Beispiel die Ausschläge hier sieht, dann hatte ich immer Leber gegessen oder solche Sachen. Und ja, da ist auch alles relativ konstant gewesen. Vitamine waren ein bisschen erhöht auch in der Zeit, also auch kein Problem. Mineralstoffe sind ziemlich hochgegangen. Also so viel Eiweiß, ach, oh, so viel. Hier sag mal schnell, Magnesium und so weiter hatte ich vorher nicht dabei, weil ich jetzt natürlich auch die Nüsse ziemlich hochgezogen habe. Und ja, deshalb sollte man sich, braucht man sich verdammt nochmal keine Gedanken machen um irgendwelche Eisenmangel oder Magnesiummangel oder sonstigen Kram. Überhaupt gar kein Problem. Das ist der Zucker. Und irgendwelche eigenen Sachen habe ich hier noch. Glucose, Fructose. Ist eigentlich auch alles relativ konstant gewesen. Da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. So viel auf jeden Fall erstmal zur Tabelle. Sonst gibt es eigentlich hier nicht so viel. Ich gucke nochmal ganz kurz durch. Aber alles noch im grünen Bereich. Von daher, tja. So, liebe Leute, und jetzt müssen wir die ganze Sache natürlich mal interpretieren. Warum bin ich nicht dick geworden? Warum? 1000 Kilokalorien am Tag, 3 Kilo hätte ich drauf haben müssen. Ich bin ja auch völlig ohne Vorurteile und ohne irgendein Wissen an dieses Experiment rangegangen. Ich habe ja vorher gesagt, wenn ich die 64 Kilo erreiche, dann höre ich auch auf damit. Hatte eigentlich auch gerechnet, dass ich so in der zweiten, dritten Woche die 64 Kilo dann erreichen könnte und dann aufhöre. Aber es ist nicht passiert. Woran liegt das jetzt? Ja, man muss sagen, dass ich auch sehr viel Fett natürlich gegessen habe, mehr als ich irgendwie vorher auch gegessen habe, die Kohlenhydrate sehr weit runtergeschraubt habe,
Das werde ich jetzt übrigens nach dieser Phase, werde ich ein neues Experiment in Anführungsstrichen machen. Und zwar werde ich auf meiner Tabelle, wenn ich tracke meine Ernährung, werde ich alles ausgrauen. Also das heißt, ich werde nicht sichtbar haben, wie viele Kilokalorien ich jetzt gegessen habe am Tag, sondern werde nur eintragen, wie viele ich verbraucht habe. Und ich höre auf mein eigenes Körpergefühl. Wie mein Körper mir sagt, dass ich Hunger habe, werde das dann halt essen, so wie ich Hunger habe, wie ich Lust drauf habe und werde gucken, ob ich zunehme oder abnehme und wie viele Kalorien das am Ende dann wirklich waren. Ich werde also nicht auf die Kalorien achten, nicht Kalorien zählen, werde aber alles ganz genau tracken, was ich esse. Und dann mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt, ob ich dann mehr oder weniger Kalorien hatte als jetzt zum Beispiel. Und ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich sehr satt bin. Wenn man sich vorstellt, dass es zum Frühstück dann zum Beispiel gebratenen Speck mit Eier gibt und in Kokosfett gebraten und solche Sachen, also sehr hoch im Fett, dann war ich schon sehr lange satt den ganzen Tag, muss ich ehrlich sagen. Also das macht schon richtig satt, so eine Mahlzeit. Und auch die ganzen Nüsse und so, ich meine Macadamia und so, habe ich dann doch teilweise sehr viele essen können. Machen dann natürlich auch satt, wenn man davor vielleicht ein Stück Gouda isst oder sonst was. Also das Eiweiß hat dann eher satt gemacht. Das Fett natürlich auch. Aber ich bin trotzdem nicht dick geworden. Jetzt kann man natürlich überlegen, wie viel hätte ich noch essen können, quasi noch mehr essen können, 2000 Kilokalorien im Überschuss oder was auch immer. Und dass ich dann immer noch nicht zunehme oder ab wann ich halt wirklich zunehme. Ich habe natürlich auch nicht abgenommen. Ich habe mein Gewicht relativ konstant gehalten. Vielleicht 100, 200 Gramm, wenn man es jetzt genau nimmt, mehr gehabt oder so am Ende im Durchschnitt. Ob das jetzt Fett ist, Muskelmasse oder so, das kann man natürlich nicht sagen. Ich werde morgen beim Arzt mal fragen, ob der ein Blutbild machen kann. Und dann werden wir mal schauen, wie es da aussieht. Ansonsten, warum bin ich nicht fett geworden? Das ist natürlich jetzt sehr viel Bro Science dahinter quasi und eher so Gerüchteküche. Ich meine, generell sagt man ja auch sehr, oder vor allen Dingen im englischsprachigen Raum, dass man bei Ketogen High Fat, dass man da eigentlich so viel essen kann, wie man möchte. Und das sehe ich jetzt eigentlich auch bestätigt durch das Experiment. Und ja, was für mich auch vorher schon gefährlich war, ist diese Kombination aus Kohlenhydraten und Fett. Wenn ihr also richtig dick werden wollt, wenn ihr richtig fett werden wollt, dann könnt ihr ein Glas Öl nehmen und dann Traubenzucker mit reinmischen. Ich denke, das wird der Hauptgrund sein, warum ihr dann richtig zunehmen werdet, weil eben gleichzeitig die Kohlenhydrate, die Glucose die Zellen öffnet und so weiter, Insulinspiegel erhöht und dadurch natürlich auch das Fett einschleusen kann. Der hohe Insulinspiegel ist hier nicht gegeben. Ich bin am Tag im Durchschnitt unter 10% Insulinreaktion gewesen und von daher würde ich schon sagen, dass die Zellen erstmal überhaupt nicht aufgeschlossen werden konnten und wenn dann vielleicht auch nur die richtigen, wie zum Beispiel durch das Eiweiß dann die Muskulatur oder was auch immer. Aber das ist alles jetzt erstmal nur so eine Spinnerei, sag ich mal. Man muss sich natürlich überlegen, wo die Energie dann auch hin ist, die ich aufgenommen habe. Was ich gemerkt habe, ist ganz deutlich, dass ich im Gegensatz zu einer Diät auch wieder sehr warm geworden bin. Also die Wärmeproduktion generell, warme Hände habe ich bekommen, warme Füße, ist aber nicht so extrem gewesen wie mit den Kohlenhydraten. Wenn ich Kohlenhydrate zum Beispiel abends gegessen habe, dann ist es so, dass ich im Bett richtig auch am Schwitzen war, dass mir richtig warm war. Das war jetzt nicht so. Also es war eine sehr angenehme Temperatur abends im Bett, auch wenn ich viele Nüsse zum Beispiel gegessen habe, also Macadamia-Nüsse, eine ganze Packung, also fast 1000 Kilokalorien, war mir jetzt nicht mega warm. Kam auch mal vor, dass es dann ein bisschen wärmer war, aber eigentlich hielt sich das alles im Rahmen, würde ich sagen mal so. Und von daher, ja, erstmal natürlich Wärmeproduktion, die angekurbelt wurde, die man vorher vielleicht, wenn man isokalorisch ist, nicht so stark hat. Dann ist natürlich auch, geht natürlich ein bisschen Energie flöten durch die Umwandlung der, ja, in Ketonkörper quasi, also der Fettsäuren in Ketonkörper. Und natürlich auch der Krebszyklus, also die Energiegewinnung generell im Muskel, verbraucht natürlich auch gewisses Maß an Energie.
Wobei die ATP-Ausbeute gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben aber auch, dadurch, dass wir eben auf Fett laufen und das Ganze durch den Krebszyklus läuft und so weiter, haben wir natürlich auch keine Produktion von, oder weniger Produktion, besser gesagt, von Laktat und solche Sachen. Gerade bei Intervallläufen, beim Training, Krafttraining und sowas, was dann auch wieder nicht zur Energiegewinnung benutzt werden kann und dadurch natürlich mehr Fett nachläuft. Also alles ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall kann es sein, dass halt ein bisschen Energie mehr genutzt wird, quasi, obwohl ich das eigentlich nicht so glaube, weil die Energiegewinnung aus dem Fett ist eigentlich relativ effizient durch den Krebszyklus und ich bekomme am Ende dann mehr ATP raus als aus der Glukose jetzt im Endeffekt. Auch wenn es langsamer geht, ich bekomme aber trotzdem mehr raus. Wohin geht das Ganze vielleicht noch? Ich habe ja relativ viel Ballaststoffe gegessen. Es kann natürlich auch sein, dass die Ballaststoffe ziemlich großen Anteil an Fett auch gebunden haben. Gerade wenn ich jetzt Leinsamen esse oder Gemüse oder sowas, dass diese gar nicht wirklich im Körper ankommen. Möglich ist das natürlich auch. Weitere Möglichkeit ist, was ich auch sehr gemerkt habe, ist komplette Hormonhaushalt, würde ich jetzt mal sagen, sei es jetzt Libido oder sonst was, wie man es nennen möchte, Testosteron oder so, würde ich eigentlich auch gerne mal, würde ich gerne mal einen Versuch machen, werde ich mal mit einem Arzt besprechen, ob der vielleicht auch mal so einen Vorher-Nachher-Test irgendwie machen kann, dass ich diesen Versuch nochmal mache. Ich bin schon der Meinung, so vom eigenen Gefühl her und von dem, was ich in meinem Tagebuch halt schreibe, ich dokumentiere auch jeden Tag so immer mit so einer kleinen Notiz, wie ich mich gefühlt habe, wie der Tag so war und so weiter, dass doch die Hormonproduktion eventuell, das ist jetzt Bro Science, weiß ich, dass die sehr angekurbelt ist. Man merkt es aber schon und ich würde, theoretisch würde ich auch so Männern in Midlife Crisis oder so, die vielleicht auch niedrigen Testosteronspiegel haben und vielleicht ein bisschen Depression und solche Sachen, vielleicht auch mal so eine Ernährung empfehlen. Wäre interessant, das mal auszuprobieren, um mal zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und ansonsten trainiert habe ich ja nicht so viel über die Feiertage. Dann kam ja der Getting Tough, da hatte ich auch die ganze Woche Muskelkater. Also Krafttraining war jetzt nicht so viel drin. Habe mich mehr aufs Laufen konzentriert und das Training der Beinmuskulatur, Kniebeugen und so, Oberkörper nicht so. Aber ich zeige euch hier mal eben ein Video mit drin, wie ein Vorher-Nachher-Bild jetzt aussieht von meinem Oberkörper. Und ich denke, man sieht eigentlich schon, dass jetzt da nicht irgendwie mega Fettmassen oder sowas draufgekommen sind. Das Video ist von heute. Und ja, man sieht eigentlich, ich sag mal, kaum einen Unterschied. Die Schultern sind ein bisschen rausgekommen, weil ich halt ein bisschen Schultertraining auch noch gemacht habe. Ansonsten ist da jetzt kein großer Unterschied. Aufs Krafttraining werde ich mich jetzt auch konzentrieren ab dieser Woche oder ab diesem Tag. Heute habe ich einen Plan auch fertig gemacht dafür extra. Möchte ja ein bisschen Muskeln aufbauen. Ich habe aber auch in Kraft dazu gewonnen die letzten Wochen. Definitiv. Also ich habe mehr Gewicht geschafft beim Bankdrücken, beim Bizeps-Curl und was weiß ich nicht was. Habe ja auch sehr viel in der Halle trainiert mit eigenem Körpergewicht und solche Sachen. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Energie, auch definitiv in diesen überschüssigen Tagen. Habe im Training immer sehr gut durchgehalten, konnte sehr viel trainieren, aber das habe ich euch ja auch schon mal gesagt. Und im Endeffekt, bevor das Video noch zu lange wird, muss ich einfach sagen, dass, ja, dass mich das jetzt bestärkt hat, dass man High Fat, Ketogen, anscheinend, bei mir jedenfalls, dass ich sehr viel essen kann an Fett, dass ich satt werde, dass ich trotzdem nicht an Gewicht dazu gewinne, dass ich trotzdem Muskulatur aufbauen kann, dass ich trotzdem kein Körperfett dazu gewinne und dass mir das genug Energie gibt und dass alle Vorurteile, die es eigentlich so gibt, Fett macht nicht Fett. 3 Kilo hätte ich drüber haben müssen, laut Kalorienbilanz. Nichts ist passiert. Also, wenn ihr jemanden kennt, der sagt, Fett macht Fett,
oder Fett ist gleich Fett, geht gleich auf die Hüften. Dann zeigt Ihnen das Video hier, zeigt Ihnen das Fazit. Ja, die Daten sprechen jedenfalls für sich. Kann natürlich auch sein, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, aber von den Grundprinzipien der Biochemie, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Gendefekte hat oder Stoffwechselstörungen, funktioniert da jeder Mensch eigentlich ähnlich. Was gibt's noch? Macht Fett krank? Macht Fett müde? Hat man irgendwie Hunger auf Kohlenhydrate? Nein, hatte ich auch überhaupt nicht. Ich hatte genug zu essen, zu viel zu essen sogar. Und hatte keinen Hunger auf Süßigkeiten. Ich hatte keine Krankheiten oder sowas in der Zeit. Ich war nicht erkältet. Ich habe alle Mineralstoffe gedeckt, alle Ballaststoffe. Vitamin C war mit dabei. Keine Mangelerscheinungen. Also wenn ihr irgendeinen Fehler findet jetzt, den ich vielleicht übersehen habe, dann schreibt ihn einfach unten rein. Ansonsten kann ich da jetzt eigentlich nichts Schlimmes dran entdecken. Was der Arzt sagt, wenn ich eine Blutuntersuchung bekomme morgen, ich glaube, man kann alle 3 Monate eine machen oder so auf Kosten der Krankenkasse, dann werde ich euch das natürlich auch mitteilen und werde euch das dann sagen. Ansonsten denke ich mal, war es das zu diesem Experiment. Nächste Experiment fängt jetzt an. Maximal Muskelaufbau, ein bisschen definieren und solche Sachen. Mal gucken, was sich da jetzt ergibt. Man möchte natürlich auch für den Sommer gut aussehen und jetzt habe ich noch keine Wettkämpfe, jetzt kann ich es mir noch leisten, da ordentlich reinzuhauen. Die ersten Wettkämpfe kommen erst Anfang März wieder und von daher 2 Monate jetzt ordentlich ballern und gucken, was bei rauskommt, würde ich sagen. Ja, wenn euch sonst noch irgendwelche Fragen zu diesem Experiment interessieren, dann könnt ihr die natürlich gerne reinstellen. Ansonsten könnt ihr das auch gerne selber mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Müsst ihr einfach mal selber gucken und ich sag mal, bis morgen.